Aus dem Markus-Evangelium. In Kapernaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte wie einer, der göttliche Vollmacht hatte, nicht wie die Schriftgelehrten. Ich begrüße Sie ganz herzlich mit diesem kleinen Schriftwort aus dem Markus-Evangelium zu unserem Impuls heute. Es geht um die Frage, wie können wir lehren? Nicht wie die Schriftgelehrten Lehr und Pfad, indem wir Dinge wiederholen, die schon längst geschrieben sind, die wir schon längst wissen. Wie können wir wirklich etwas Neues in die Welt bringen? Das können wir nur, indem wir auch die, die wir erreichen wollen, kennen. Indem wir die, die wir erreichen wollen, ja auch wirklich in den Blick nehmen. Ein schönes Beispiel ist Don Bosco, der am 31. jetzt in diesem Monat Geburtstag feiert. Ein Namenstag feiert, muss ich sagen. Er, der Namenstag feiert, von ihm wird gesagt, er hatte ein Herz für die Jugendlichen besonders. Von ihm wird erzählt, dass er in der Kirche, in der Sakristei, sich auf die Messe vorbereitete und am Rande mitbekam, dass der Küster, weil er auf korrekten Umgang schaute, dass er einen Jugendlichen vor die Tür wies. So wahrscheinlich auch mit Schlägen. Jedenfalls lief der Jugendliche sehr betröppelt weg. Und Don Bosco kriegte es mit und lief im Messgewand hinterher und kriegte den Jugendlichen ein. Und der Jugendliche sagte unter Tränen, ich kann doch nichts, ich weiß doch nichts. Und er fragte, du kannst doch sicherlich lesen. Ja, ich kann nicht so gut lesen. Du kannst doch sicherlich singen. Ich kann nicht gut singen. Und er erzählte viele Dinge auf. Und dann fragte er, was kannst du denn? Und der Jugendliche sagte, ich kann pfeifen. Und er lud ihn ein und sagte, jeder Mensch kann etwas. Und so können wir auch etwas. Und wenn wir die Menschen wirklich in den Blick nehmen, können wir nach dem heiligen Don Bosco sagen, fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen. Gutes tun, darum geht es in dieser Welt. Und wenn wir uns wirklich gegenseitig ernsthaft in den Blick nehmen, dann wird uns das gelingen, was uns Don Bosco vorlegt. Ich wünsche Ihnen, dass wir diese Vollmacht spüren, die wir alle in uns tragen und das Göttliche ins Leben bringen, zu den Menschen bringen. Tschüss.